Liebe Frau Heinrich, liebe Frau Hofer, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr gesprochen habt. Mein Dank gilt in erster Linie heute euch als Zeitzeugen und direkt Betroffene, die hier im Mittelpunkt stehen sollten, die berichten müssen über das, was geschehen war. Dafür möchte ich erstmal ein kleines Dankeschön übergeben. Ich habe meinen Zettel jetzt wieder eingesteckt. Ich bin eigentlich immer sehr emotionalisiert, wenn es um das Thema Nazi-Verbrechen geht und wir darüber reden. Vieles wird halt viel zu nüchtern immer noch abgehandelt. Und der Dank an die Zeitzeugen gilt insbesondere, was die Verfolgung und Stigmatisierung von Menschen, die als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt nämlich nicht nur die Nazi-Verbrechen und sie haben auch nicht die Verfolgung und die Stigmatisierung von Menschen unter dem Stigma asozial hat auch nicht mit den Nazis begonnen, sondern der Nährboden wurde weit vorher geschaffen und gemacht und die Verantwortung oder Mitverantwortung liegt hier insbesondere auch in politischen Bereichen, in Parteien, die schon Jahrzehnte vorher angefangen haben über Zwangssterilisierungsgesetze, Bewahrungshausgesetze und sonstiges zu diskutieren. Hier nochmal darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Logik, die neoliberale Logik eines Systems, das Menschen einfach nur auf eine Kosten-Nutzen-Rechnung reduziert, ihre Existenz unter Finanzierungsvorbehalt stellt und sie nur dann als lebenswert erachtet, wenn sie einen gewissen Mehrwert Profit für diese Gesellschaft bringen. Und diese Logik existiert bis heute. Dass diese Logik heute noch existiert, ist Folge auch der Nichtaufarbeitung der Nazi-Verbrechen an den sogenannten asozialen oder als asoziale stigmatisierten Menschen. An dem fehlenden Interesse der herrschenden Politik daran, um dieses System so oder in ähnlicher Art und Weise aufrechtzuerhalten, zumindest was die Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen betrifft. Die es bis heute gibt, wir diskutieren heute und streiten heute über Zwangsräumung, wir diskutieren über Verdrängung, über die Möglichkeit, Menschen dahin zu verfrachten, wo sie laut ihrem Portemonnaie hingehören. Nämlich nach außerhalb oder nach innerhalb, je nachdem, wer wie viel bezahlen kann. Es gibt vieles, was dazu zu sagen wäre, was die Hintergründe betrifft. Ich möchte noch zweierlei Sachen sagen. Das eine ist, der Arbeitskreis Marginalisierte hat, oder Gedenken generell, nicht nur durch den Arbeitskreis Marginalisierte in Bezug auf die sogenannten Asozialen, musste erkämpft werden. Es ist keine Selbstverständlichkeit und es ist auch keine freiwillige Tätigkeit oder freiwilliges Engagement der herrschenden Politik gewesen. So gut wie nichts wurde ohne öffentlichen Druck und die Arbeit und das Engagement von zivilgesellschaftlichen Gruppen erreicht. Das betrifft auch dieses Arbeitshaus und Arbeits- und Bewahrungshaus Rummelsburg, zu dem der AK Marginalisierte gestern und heute seit 2007 versucht, ein Gedenkort, ein Gedenkforschungs- und Lernort zu schaffen. Warum diese drei Sachen? Weil Gedenken und Säulen und Gedenktafeln schnell zur Symbolpolitik verkommen, wenn sie nicht verbunden sind mit aktivem Handeln. Es gibt heute wieder stigmatisierende Zuschreibungen, die sich zuspitzen und sich anpassen an zunehmende soziale Probleme. Und immer dann, wenn diese Probleme zunehmen und die Lösung einfache sein sollen, werden komplexe Probleme auch unter Verschleierung der tatsächlichen Ursachen erhöht und zugespitzt. Weil die Lösung, nämlich das System, angreifen müssten. Und um das eben nicht zu tun und die eigenen Machtgrundlagen nicht zu beseitigen oder anzugreifen, sind einfache Lösungen das richtige Mittel. Und das erleben wir heute in der Politik, das erleben wir heute beim Umgang mit rechten und rassistischen Gewalttaten. Heute werden noch Obdachlose, Wohnungslose, sozial Ausgegrenzte ermordet, auch in Deutschland. Es werden Menschen wegen ihrer vermeintlichen Herkunft, wegen ihrer vermeintlichen Lebensweise stigmatisiert, ausgegrenzt, angegriffen und umgebracht. Es ist nicht so, dass wir hier verweilen können und uns sonnen können in dem Gedenken. Es geht um aktives Handeln. Es geht darum, dass wir aktiv eintreten,
auch heute gegen Nazis und Rassisten, dass wir Gesicht zeigen und dass Antifaschismus nicht kriminalisiert wird, wie es teilweise auch heute immer noch stattfindet. Ich rufe also alle dazu auf, nicht nur an einem zukünftigen Gedenk-, Lern- und Forschungsort, der viel umfassender als ein paar Säulen Auskunft geben kann über die tatsächlichen Ursachen, über Verursacherinnen und Profiteurinnen an diesem System, mitzuarbeiten und sich einzubringen in diesen runden Tisch und damit auch der herrschenden Politik ein wenig die Definitionsmacht streitig zu machen über einen solchen Gedenkort und die politische Ausrichtung. Und ich rufe Sie auf, gegen Nazis und Rassisten da aufzutreten, wo sie sich befinden und wo sie auftreten. Zu jeder Zeit. Am 1. Mai haben wir die nächste Gelegenheit in Schöneweide oder wohin Sie sich auch immer verkrümeln. Wir werden Sie blockieren. Dazu rufe ich auch weiterhin auf. Und wir werden Konsequenzen ziehen aus der Vergangenheit.